coole Rakete, was? Mal schauen, wo sie hinführt. Wir sind immer noch im Forstland und haben uns in der letzten Folge die dunkle Seite des Waldes angeschaut. Und jetzt wollen wir der nächsten Hauptquest folgen, aber ja, wie gewohnt gibt's währenddessen auch die ein oder andere kleinere Aufgabe zu lösen. Das hier finde ich aber gerade wirklich sehr, sehr nice. Schwierig, den Überblick zu behalten bei dem ganzen Rauch oder Nebel oder vielleicht sind es auch einfach nur Wolken, ich bin nicht ganz sicher. Wahrscheinlich eher Wolken, ich meine, wir haben uns ja auch ja, recht weit hochgeschossen. Diese Raketen scheint es in mehreren Kingdoms zu geben. Ich habe nämlich im Wüstenkingdom auch mal eine gesehen. Die war aber allerdings eingefroren, deswegen konnten wir die noch nicht benutzen. Mittlerweile könnten wir es, aber ja, wir werden ja erst nach dem Forstland ganz kurz nochmal zurückgehen ins, ich denke, Seeland und Wüstenland, um dann ein paar Quests zu erledigen. Für den Moment muss das warten und wir erkunden dieses unsichere Gebiet mit einem Paragumba. Das ist eigentlich ganz beruhigend, weil der kann immerhin fliegen. Ja? Also uns kann demnach nicht viel geschehen. So, hier ist jetzt Minimond Nummer 4 und der fünfte ist hoffentlich auf dem Weg nach unten zu finden. Nein? Ach warte, es geht noch weiter runter. Hoffe ich doch zumindest. Ach shit! Hier ist der letzte Minimond. Boah, jetzt bloß nicht treffen lassen, ne? Okay, wo spawnt der Mond? Oberhalb. Und wie komme ich wieder rauf? Weil man kann ja eigentlich nur so fliegen, wie man gerade gestartet ist. Und ich bin gefallen. Ah, nee, scheint keine Rolle zu spielen. Ich schaue mich aber trotzdem nochmal um, weil es gibt doch normalerweise immer zwei Monde. Bin eigentlich sicher, dass hier noch irgendwo einer versteckt ist. Ja, komm, also wenn nicht, dann fresse ich einen Besen. Das Problem ist nur, dieses Areal ist so perfekt, um etwas zu verstecken. Ah doch, ich hab's gefunden, hier! Ja, ja, okay. Im Nebel versteckte Nuss. Und hiermit wäre es auch aufgeklärt, es ist Nebel. Ach, das Spiel ist so schön. Ich liebe das einfach, nach Secrets zu suchen. Das ist mein Leben. Wirklich, das ist mein Leben einfach. Wo ist jetzt der normale Mond, bitte? Ich finde ihn nicht. Ah, da. Yeah. Spaziergang im Nebel. Sehr, sehr schöne Bonus-Area. Bitte mehr davon. Auch cool mit der Rakete. Hat sie sich alles einfallen lassen. Das ist echt Wahnsinn, was man alles kapern kann. Ne? In der letzten Folge waren wir ein Panzer. Bestimmt auch in dieser Folge wieder, oder? Naja, schauen wir mal. Jetzt geht's erstmal zurück zum Shop. Ich möchte mir nämlich für diese Folge ein neues Outfit kaufen. Mhm. Wir sind hier bei der Ladestation und da passt Abenteurer nicht mehr so ganz. Für die letzte Folge war das sehr, sehr passend, aber für diese eher nicht. Deswegen wechseln wir zum Forscher-Outfit. Das können wir uns allerdings nicht leisten. Ja, super. Oh, Mann. Es fehlen zwei. Nee, warte mal. Also, ihr wusstet, dass ich kein Mathe kann, aber das ist schon peinlich gerade. Warum auch immer, ich habe gedacht, beides kostet 25 und deswegen reicht es nicht. Aber 20 plus 25, lieber Nintendo, das gibt 45, okay? Wir können es also doch leisten. Wie blöd, dass ich nicht schneiden kann, denn das ist jetzt schon ziemlich peinlich gewesen. Schnell überspielen. Was sind das für Haare? Was? Du könntest glatt als irgendeine neue Super Saiyajin-Form durchgehen. Oder als so ein Silver Sonic. Läuft bei dir, Mario. Voll geil, Mann. Kann es sein, dass sich hier ein bisschen was verändert hat? Diese ganzen Blumen sind doch auch neu, oder? Die kenne ich schon aus dem Küstenland. Und ich kann mich nicht an diese Topfpflanze erinnern.
Wo bekomme ich denn einen Samen her? Hat jemand von euch Samen? 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 Hä? Wo kriege ich das Ding her? Verdammt. Also, das führt ziemlich sicher. Ah, du, oder? Der labert mich ja mit Amiibo zu. Kennst du schon mit Amiibo aus? Du könntest versuchen, Steuerkreuz rechts gedrückt zu halten und mit einem Amiibo den NFC-Kontaktpunkt zu berühren. Du wirst es nicht bereuen. Ja. Ich habe schon gelesen, man kann einige Outfits auch mit Amiibo freischalten. Gleichzeitig, keine Angst, es ist nicht hinter einer Paywall. Gleichzeitig kann man die allerdings auch im Spielverlauf freischalten. Und ich glaube, ich beschränke mich auf den Spielverlauf. Moment, hast du einen Samen? Nee. Okay, es kann auch sein, dass man den Samen vielleicht erst bekommt, wenn man alle Quests erledigt hat. Wobei der Typ da hinten ist auch noch eine Hoffnung. Schauen wir mal. Aber es muss definitiv irgendwo in der Nähe zu finden sein. Ich will halt jetzt unbedingt wissen, was da ist, ne? Nee. Die labern alle was anderes. Ja gut, ja gut. Dann kümmern wir uns um die Hauptquest und hoffen einfach, dass wir danach den Samen irgendwo finden. Vielleicht steckt er auch in so einem Baum drin und wir müssen ihn jetzt finden. Ich habe keine Ahnung. In diesem Spiel ist ziemlich viel versteckt. Hey, was haben wir denn da vorne? Ein liebes Goomba-Mädchen. Die hat auch mit einem Rätsel zu tun. So eins habe ich schon mal während... Ah, da haben wir ein Geheimnis. Seht mal. Cool. Überprüfe ich gleich. Eins dieser Rätsel habe ich schon mal gelöst während einer Demo bei Nintendo in Frankfurt. Und zwar im Küstenland, mein Lieblingskingdom, zumindest bis jetzt. Wobei Forstland und Wüstenland schon auch mega krass waren, aber Küstenland ist nochmal geiler. Egal, ich will jetzt hier nicht über Dinge reden, die wir noch nicht gemeinsam entdeckt haben. Aber ich kenne auf jeden Fall diese Missionsart. Und zwar müssen wir einen Goomba-Turm stecken. Und dann mit dieser Dame sprechen. Sie wird sich nämlich instant in mich verlieben. Oh shit, ich bin noch zu klein. Na, solange mein Dödel unten nicht zu klein ist. Und ich garantiere dir, der ist groß. Okay. Schon wieder eine Stelle, die man hätte rausschneiden müssen. Vergessen wir das. Romanze in den Waldruinen. Punkt, Punkt, Punkt. Weiter geht's. Ah, halt, warte. Warte. Nein! Das ging schief. Epic Fail. Vor allem, es war unnötig. Ich glaube, man hätte auch über den Baum darauf kommen können. Aber auf der Mauer gibt's bestimmt auch noch was. Lass uns aber zuerst die Lila Münzen holen, sonst vergesse ich das. Was ist hier unten? Da ist auch was, Mann! Da ist auch was, Mann! Warte, bevor ich da waghalsig runterspringe, da scheint es auch einen normalen Weg für zu geben. Hä? Waren wir da nicht schon? Also laut Karte hätten wir... Ach so, oh Gott. Das ist der ganz normale Weg hier rauf. Entschuldigung, keine Ahnung, was gerade mit mir los ist. Bisschen die Orientierung verloren, aber naja, gut. So, drei lila Coins. Und man hat auch schon gesehen, dass auf der Mauer wirklich was droben ist. Holen wir uns das doch auch noch. So, diesmal aber mit der etwas leichteren Variante. Genau. So, über den Baum. Hier könnte es jetzt aber ein bisschen tricky werden. Naja, wobei. Den kriegen wir hin. No problem. So, Münzen stehen momentan bei 75. Und mal sehen, ob sie hier noch was versteckt haben. Nee. Zumindest jetzt noch nicht. Panzer sind wieder gefragt, ja? Aber warte mal. Gab's nicht
vielleicht hier drüben noch was? Ja, stimmt. Euch hätte ich beinahe vergessen. Die Ladestation ist total überfüllt. Das hat so ein bisschen was von Toiletten, ne? Am Bahnhof oder so. Alle können es nicht halten und drehen durch. Und der hier ist sogar schon gestorben. Muss bald aufladen. Kann ich dem irgendwie helfen oder so? Nein, aber wir können uns hier einen relativ einfachen Mond einfach so mitnehmen. Okay, gut. Und du lässt dir Zeit, oder? Ja, man muss es ja auch genießen, wenn es läuft. Verstehe ich schon. Es ist wieder ein besonderer Part heute, ich merke schon. So, jetzt übernehmen wir wieder einen Panzer. Battlefield Mario Edition. Und ballern uns den Weg frei. Ach warte, ihr schießt auch auf mich? Lasst das mal bleiben. Schluss damit. Oh, er lebt noch. Jetzt ist er down. Ich würde mal vorschlagen, dass wir hier auch wirklich jeden Zentimeter freischalten, weil... oder freisprengen. Es kann gut sein, dass sich noch irgendwo Münzen oder ein Mond verbirgt. Naja, wobei... Oh, oh, doch! Ja, da ist ein Mond. War doch klar. Sehr cool. Aber das dürfte es gewesen sein, denke ich. Ja, okay. Halt, Moment, was haben wir denn? Da ist auch noch ein Weg. Aber überhalb dieses Flusses, da waren wir schon, ne? Ja, doch, da waren wir schon. Wenn wir da runterfallen, haben wir ein Problem. Vielleicht gibt es weiter oben noch einen Checkpoint. Dann würde ich den ganz gerne erstmal betätigen wollen. So. Hinter der Felswand. Jo, auch den haben wir. Alter, wie viele Monde das einfach sind. 29, kann das sein? Ne, 27. Okay. Yes, da ist tatsächlich noch eine Speicherflagge. Top. Okay, Gipfelpfad. Ist hier auch was drin? Münzen! Her mit den Münzen! Aua! Nase gebrochen. Aber egal, weiter geht's. Das Spiel ist zu geil. Ich würde es auch mit einem kaputten Arm und einem abgefallenen Bein spielen. Was der Satz sollte? Keine Ahnung. Ich sag ja, komischer Part heute. Und nein, ich bin nüchtern. Ich habe manchmal einfach solche Phasen. Führt das jetzt zu einem geheimen Mond, ja? Hier spielt auch gar keine Musik. Was geht ab? Vielleicht führt das auch zu so einem Bild, was uns dann wiederum in eine andere Welt bringt. Ich glaube, von den Gemälden gibt es auch in jeder Welt eins. Oh, shit, shit. War da jetzt noch was? Ich konnte es nicht sehen. Ich wollte es eigentlich schon überprüfen. Über dem Klippenrand, okay. Ich kann es leider nicht mehr sehen. Ich hoffe einfach, dass da nichts mehr ist. Aber es kann theoretisch schon sein. So zum Beispiel direkt am Anfang sich einfach runterfallen lassen. Beziehungsweise mit der Plattform halt abstürzen. Und dann nach links. Es wäre schon ein sehr fieses Versteck. Lassen wir es mal. So, was ist hier los? Wenn diese Steigung zu steil sein sollte, kann dir vielleicht eine Blume ein bisschen Geschwindigkeit verleihen. Okay. Danke für den Tipp. Aber hast du auch eine Idee, wie ich diese Blöcke hier zerstören kann? Weil da muss ja auch definitiv... Was? Ach so? Die kann man auch mit Mario betätigen? Ich dachte, das würde nur mit irgendeiner Verwandlung gehen. Was ist denn dort vorne? Da ist ein einsamer Turm.
Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Oh, Katzenpeach! Hallo! Ja, moin. Da kommen wir jetzt vielleicht sogar darüber. Oh, was haben wir denn da? Seht ihr das? Boah, krasse Zahnräder. Mmh, eine Huttür. Hat man noch gar nicht in der Welt. Jetzt bin ich mal gespannt. Was kriegen wir denn hier vorgesetzt? Oha, das sieht in der Tat nicht ganz so einfach aus. Aber ich freue mich. Düde, düde, düde. Schwierige Aufgaben. Das ist es, was ich will. Ach, okay. Blumenwege. Mhm. Und währenddessen müssen wir jetzt hier wahrscheinlich einen Goomba-Turm stacken. Oh, verdammt. Weil wir wahrscheinlich nur so an einen geheimen Mond rankommen, ne? Okay, aber ich habe das Maximum. Und da ist der Mond, da ist der Mond. Ich habe ihn. Haha, haha, haha. Wuhu. Yeah, no problem. Gestapelt auf dem Blumenpfad. Steht da zwar nicht, aber ich musste mich irgendwie grammatikalisch verbessern. Weiter geht's. Ich hoffe, ich brauche den Goomba-Turm nicht mehr. Aber ich glaube, den konnte man auch gar nicht mitnehmen, ne? Wow, fiese Falle. Das hat ins Gift reingeführt. Also nicht zu voreilig sein. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Gemein. Jetzt werden sie ein bisschen gemein. Hm, ja, ja, okay. Aber ich habe alles im Griff. Ich habe alles im Griff. Was ist hier? Nichts wirklich Wichtiges. Okay, weiter. Da schon das Ziel zu sein. Ja, ja, als ob ich da runterfliege. So dumm bin ich auch wieder nicht. Also haltet lieber Abstand, Leute. Nicht zu voreilig sein, ja. Sonst landet ihr im Giftteich. Und das ist nicht gut für die Gesundheit. Okay, also zwei weitere geheime Monde. Das ist echt Wahnsinn. Also selbst im Wüstenland haben wir nicht so viele Monde während der Hauptquest eingesammelt. Also was es hier alles zu finden gibt, das ist schon echt crazy. Und ich glaube, ich habe dann einen weiteren Weg gesehen. Nochmal runter. Ja, 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 auf jeden Fall. Komm. Rechts rauf. Ja, logisch. Direkt die nächste Huttür. Jetzt geht's aber ab, du. Jetzt geht's aber ab. Was haben wir hier? Panzer. Muss ich gegen den kämpfen, oder was? What's going on here? Ah, ja. Ich glaube, ich habe schon den geheimen Mond entdeckt. Oder? Ja. Kommt der runter? Nice. Aber der war echt geschenkt. Damn. Blinder Fleck im Aufzug. Was ist das denn für ein Name? Warum denn blinder Fleck? Verstehe ich nicht ganz. Oh, wo kommen wir denn jetzt hin? Ja, klar. Voll viele von diesen Viechern. Aber wenn sie mich nicht angreifen, sind sie kein Problem. Aha, Idullis. Irgendwie muss ich auch an Mario Party 2 denken, wenn ich diesen Panzer fahre. Da gab es so ein richtig geiles Panzer-Minigame. Ich habe den Namen leider vergessen, aber das war wirklich ein... Oh, shit. Das war eins der besten Minispiele aller Zeiten. Das macht im Multiplayer so viel Fun. Oh! Der Bonusraum gefällt mir auch gut. Also der geheime Mond war halt wirklich geschenkt, aber die Hauptmission hier drin ist ganz geil. Warte, warte, noch nicht auf den P-Switch gehen. Einen Moment bitte. Wir wollen uns erstmal die Münzen krallen. Zu Forschungszwecken natürlich, ja. So, und jetzt geht's weiter. Nice. Oha, jetzt geht's ab. In etwa so ähnlich war auch das Minigame aufgebaut. Hattest mehrere Röhren vor dir, hinter denen konntest du dich verstecken und du musstest halt deine Mitspieler dann treffen. Das ist so cool. Ich hoffe, das remaken sie in Mario Party der Top 100, aber es ist, glaube ich, safe. Weil soweit ich weiß, feiert das Minigame eigentlich jeder. Und wir haben es geschafft! Also wirklich schwierig war es nicht, aber sehr gut umgesetzt.
finde Gefallen an diesem Panzer. Aber kein Wunder, in Battlefield spiele ich auch immer Panzer. Also wirklich zu 90%. Macht mir einfach am meisten Spaß. So, und da drüben haben wir direkt die nächste Speicherflagge. Und ich glaube, wir sind jetzt langsam auch ganz oben angekommen. Ah, da ist auch noch ein Power-Mode, aber keine Ahnung, wie man an den rankommt. Das geheime Blumenfeld liegt da vorne. Bitte behalte seine Position für dich. Okay, ich verrate nichts. Eisenbergstraße, Station 8. Ja, da vorne ist es. Okay. Das kriegen wir leider jetzt nicht mehr in diesem Part untergebracht. Das Land ist einfach viel zu groß. Aber wir haben ja eine Menge gefunden und ich habe so ein Gefühl, dass wir noch einen Power-Mond bekommen, bevor die Folge endet. Ah ja. Da ist sogar eine Röhre, eine 2D-Röhre. Erstmal gönnen, so, ja. Und darunter muss ich auch noch. Ich glaube, das mache ich sogar zuerst. Ja, gute Entscheidung, das sind Münzen. Vielleicht kriege ich sogar alle zusammen. Das wäre cool. 89 momentan. Oh, wait, was ist das? Führt das irgendwo hin? Ja, okay, okay. Ist das gerade legit, was ich hier gerade mache? Tatsächlich, Alter, wie crazy. Shit, da ist auch ein Mond. Vor allem, da kommst du ja nur mit diesem Skillsprung hoch. Anders schaffst du das ja gar nicht. Die Nuss auf dem hohen Zaun. Geil. Okay, nix wie zurück. Oh, ich kann die Musik die ganze Zeit mit so einem. Ich glaube, das nervt euch, ne? So, komm mal her, Kumpel. Rein da. Ich will noch einen Mond. Ich habe euch einen versprochen und wir kriegen wahrscheinlich zwei. Ach, wie das aussieht! Wie so ein Freak. Oder wie der Professor aus Zurück in die Zukunft. Ist das so, ne? Die Mucke. Was geht da denn ab, bitte? Kommt das aus dem geheimen Blumenfeld raus? Okay. Überprüfen wir auf jeden Fall das nächste Mal und da haben wir unseren Mond. Man braucht Anlauf. Okay, jetzt haben wir ihn aber. Die Bergseite hinauf. Sehr schön. Gibt's da noch Coins hier oben, oder? What's going on? Ja, komm, die paar Minuten nehme ich mir jetzt noch Zeit. Wir schauen uns das schnell an. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier die Hauptquest ist oder nicht. Ich glaube fast ja. Ja, komm. Wenigstens lila Münzen. Oder? Nee? Hm. Ja, gut. Ach, halt. Vielleicht kommt man da ja rauf. Aber das wird, denke ich, eher Teil der Hauptquest sein. Ja, ja, das geht nicht. Okay. Joa. Dann blicke ich auf eine weitere geile Folge zurück und freue mich sehr, wenn ihr die nächste auch wieder einschaltet. Ich will hier nichts weggreifen, deswegen gehe ich wieder zurück. Genau, hier werden wir dann das nächste Mal ansetzen und die vermutlich letzte Hauptquest aus diesem Land beenden. Seid dabei, bis demnächst. Ciao!